Das ehemalige Zollamt am Grenzübergang Hörbrands. In knapp 2 Jahren könnte es hier so aussehen, denn bei der gestrigen Volksbefragung stimmten 74% der österreichischen Anwohner für die Rastanlage. Zwar ist die Befragung rechtlich nicht bindend, die Verantwortlichen des Projekts sind dennoch erleichtert über das Ergebnis. Es war jetzt ganz klar die Frage in der Volksbefragung, soll dieses Projekt realisiert werden, ja oder nein. Insofern haben wir jetzt das deutliche Votum, es soll realisiert werden. Es bleibt auch dabei, wie es vor der Volksbefragung war, wir können gar kein anderes Projekt umsetzen. Wurde so von der Gemeinde Hörbrand schon 2009 gewünscht, ist jetzt bestätigt mit der Volksbefragung und wird so umgesetzt werden. Eine klare Ansage, die sich wohl besonders an die Anwohner des Lindauer Stadtteils Zech richtet. Bei der Initiative Bürgerforum Zech ist man nicht gerade glücklich über das Ergebnis. Anders erwartet hat man es aber nicht. Es ist nicht verwunderlich, dass das jetzt so rausgekommen ist, nachdem der große Teil der Hörbranzer eben nicht direkt an der Autobahn wohnt, sondern dass wenige Leute sind, die das betrifft. Und deswegen ist wahrscheinlich das Interesse der Bevölkerung nicht so groß. Von ihren Forderungen werden die deutschen Anrainer trotz allem nicht abweichen. Ein Dorn im Auge ist ihnen vor allem die geplante Auf- und Abfahrt zur Rastanlage. Sie soll länger werden als bisher. In Richtung des Pfändertunnels käme eine Steigung dazu. Die Lkw müssten mehr Gas geben, also mehr Lärm. Überhaupt der Lärm. Die Anwohner wollen eine durchgehend 4 Meter hohe Lärmschutzmauer. Laut aktuellem Plan soll sie zur deutschen Seite hin aber abgeflacht werden, was auch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wäre. Ich habe immer gesagt von Anfang an, schauen wir auf die Auswirkungen des Ganzen. Hier ist amtlich bestätigt, dass keine negativen Auswirkungen vorliegen. Darum weiß ich auch nicht, warum grundsätzliche Änderungen beim Projekt erfolgen sollen. Bei diesem Millionenprojekt dürfte der Lärmschutz, die Kosten dafür, keine große Rolle mehr spielen. Auch wenn es Gesetze gibt, die sagen, diese Höhe reicht. Man kann doch den Menschen auch einmal entgegenkommen. Den Menschen entgegenkommen will auch der Landrat des Landkreises Lindau. Elmar Stegmann sieht die Lösung im Tempolimit der Autobahn. Es ist zu befürchten und anzunehmen, dass, wenn die Rastanlage gebaut werden sollte, das bisherige Tempolimit von 60 Stundenkilometern entfallen wird. Das hängt einfach damit zusammen, dass dann die Auf- und Abfahrtssituation verändert wird und damit die Rechtfertigung für die 60 entfallen werden. Und wir erwarten sowohl von den österreichischen als auch von den deutschen Behörden, dass man sich dann aus Lärmschutzgründen für ein Tempolimit auf der Autobahn einsetzt. Bleibt das Tempolimit bei 60, hält sich auch der Lärm in Grenzen. Momentan ist der Baubeginn der Raststätte für 2013 geplant. Vorausgesetzt, die Kluft zwischen Betreibern und Anwohnern wird nicht noch größer.